Ich kann nicht zurück in den Körper. Ich habe wahrgenommen, wie klein das da ist, dass ich. Ich wollte nicht zurück in diesen Körper. Ich nahm wahr, wie klein dieser Körper war und dass ich nicht zurück wollte. Aber da hörte ich, dass ich zurück musste. Dass ich zurück muss. Man hat mich dreimal gefragt. Und beim zweiten Mal habe ich gedacht, dass ich doch klar und deutlich gesagt habe, dass ich nicht mehr wolle und dass ich da bleiben möchte. Und dann hat die Stimme gesagt, überlege es dir noch einmal. Du hast den freien Willen. Worauf ich fragte, weshalb? Das war ein sehr interessantes Gefühl, nämlich eine Mischung zwischen du musst und aber auch auf der anderen Seite wieder wirklich auch wieder Neugierde. Das heißt, ich möchte eigentlich doch noch weitermachen. Ich möchte sehen, wie es hier auf der Erde weitergeht. Weil es war mir fast irgendwie so ein bisschen langweilig. Ich wollte noch irgendwas tun und selber noch erleben auf der Erde. Und dann bin ich wohl irgendwie in meinen Körper innen. Und dann kehrte ich in meinen Körper zurück. Wie habe ich nicht gespürt? Ich erwachte plötzlich und spürte in einem Fuß wieder Gefühl. Dann schlief ich wieder ein. Und dann ist das Gefühl, körperlich zu leben, von den Füßen aufwärts langsam wieder zurückgekehrt. Die körperliche Möglichkeit, sich bewegen oder so, ist dann einfach langsam wieder gekommen und die ist von den Füßen einfach wie aufgegangen. Und die vielen luziden, klaren Gedanken. Die vielen klaren Gedankengänge, die ich zuvor gehabt hatte, begannen sich zu verwirren. Am Schluss hatte ich nur noch einen Gedankengang auf einmal. Und auch der war nur noch matt und dumpf. Und dann spürte ich einen Ruck und war wieder in meinem Körper. Ich empfand meinen Körper als schwer, als Gewicht. In diesem Augenblick hatte ich auch die Schmerzen gespürt. Vor allem aber erschrak ich, wie beschränkt unsere Kapazitäten im Körper sind. Nicht nur in geistiger Hinsicht, im Sinne der Erkenntnis, sondern auch in gefühlsmäßiger Hinsicht. Auf einmal war alles platt und dumpf. Das ist unsere Existenz. Darüber bin ich im ersten Augenblick sehr erschrocken. Es war platt und dumpf und das ist so unsere Existenz. Und im ersten Moment bin ich sehr erschrocken darüber. Als ich wieder zurückkam, es war mitten in der Nacht und es war dunkel und an meinem Bett saß eine Ärztin. Und ich habe im Moment nicht gewusst, wo ich bin. Aber als ich erkannt habe, dass ich wieder da bin, war ich sehr unglücklich. Das ist sehr, sehr unangenehm gewesen. Es war sehr unangenehm. Mir war kalt und eng, einfach scheußlich. Es war eines der schlimmsten Erlebnisse, die ich je hatte. Im selben Augenblick spürte ich auch die Atemnot und auch meine Schmerzen wieder. Das körperliche Bewusstsein der Situation war auf einmal wieder hundertprozentig da. Das körperliche Bewusstsein von der Situation ist hundertprozentig da gewesen. Aber irgendwie wollte ich einfach doch wieder zurück. Insofern war es einerseits Erleichterung und andererseits, genau wie beim ersten Mal, als ob man wieder in einen Käfig muss fast. Also es war schon eine Beengung. Ja, ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht, wieder zurückzukommen, obwohl ich glücklich verheiratet war und mein Kind mit Freude erwartet habe. Aber es war nicht vergleichbar mit dieser Harmonie und diesem Geborgensein in diesem Jenseits. Was ich mich wieder erinnern kann, dass ich in einem. Ich erinnere mich, dass ich in einem schaukelnden kleinen Raum wieder zu mir kam, in der Ambulanz. Und dass da ein weiß gekleideter Mann seine freundliche Pflicht tat und mich, als er sah, dass ich langsam wieder zu mir kam, fragte: Wie heißen Sie? Bei welcher Kasse sind Sie versichert? Und da war ich wieder zurück in der Schweiz. Und dann bin ich wieder zurück in der Schweiz. Ich hatte das Gefühl von einer ganz intensiven Realität. Ich hatte das Gefühl einer absolut intensiven Realität, wie ich sie in Träumen nie erlebt habe. Es war eine überaus intensive Realität. Ich konnte in diesem Augenblick enorm klar denken und auch sehr intensiv fühlen. Alles wurde immer intensiver, hatte aber auch eine logische Abfolge. Eines hat auf dem anderen aufgebaut und ging am Ende in dieses Licht über. In einem Traum habe ich noch nie, auch nur annähernd, etwas Ähnliches erlebt. Es war eine völlig andere Bewusstseinsebene, die sich mit nichts vergleichen lässt. Eine andere Bewusstseinsebene, völlig anders, nicht vergleichbar. Die Gewissheit, die ist, wissen Sie, die genauso stark oder stärker, als wenn ich in einen Apfel gebissen habe. Wenn ich reingebissen habe, dann weiß ich einfach, ich habe es geschmeckt, ich fühle es, ich spüre es. Und diese Wahrnehmung war für mich
Ich würde wirklich von Empfinden her, kann man nur sagen, realer, als wenn ich heute ein Stück Holz anfasse. Es ist einfach eine absolute Sicherheit. In mir ist das Bewusstsein, dass das wirklich gelebt ist. Ich hatte das Bewusstsein in mir, dass ich es wirklich erlebte. Ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, es könnten Halluzinationen sein. Es war ein völlig normaler Ablauf und ich habe mich überhaupt nicht gefürchtet. Ich kam mir ebenso normal und lebendig vor wie eh und je. Wenn ich etwas träume und verwache, weiß ich, das ist ein Traum. Wenn ich nach einem Traum aufwache, weiß ich, es war ein Traum. Das andere aber war eine Realität. Genauso wie ich jetzt hier sitze. Eine Realität? Also es ist genauso Realität, wie ich jetzt da sitze. Ich glaube, das kann jeder Mensch unterscheiden, Traum und Wirklichkeit. Für mich war das Wirklichkeit, erlebte Wirklichkeit. Und ein Traum ist etwas Vages, etwas, das man sieht und vergisst. Aber dieses Erleben vergisst man nie, solange man lebt, nicht. Und erwartet es auch wieder, wenn man stirbt, dass man es wieder erlebt. Im Laufe jetzt von den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, ist die Sicherheit so stark, da könnte also die ganze Welt, alle Psychiater zusammen, die könnten 5 Titel haben, da würde ich nur sagen, ist schon okay, das ist eure Meinung, ich habe es erlebt und was sollen wir zwei uns streiten? Bewusster als in jenen Momenten, als ich aus menschlicher Sicht kein Bewusstsein mehr besaß, war ich in meinem ganzen Leben nie. Bin ich nie gewesen. Was mir eigentlich unerklärlich mir ist aus biochemischer Sicht gesehen absolut unerklärlich, weshalb man erst am Ende, wenn die Lebensfunktionen immer mehr absterben, auch das Hirn allmählich abzusterben beginnt, warum man ausgerechnet in diesem Augenblick, wenn alles am Auslöschen ist, ein derart intensives und strahlendes Licht erlebt. Ein völliger Gegensatz zum körperlichen Geschehen. Das steht im Gegensatz zu allen körperlichen Geschehen in dem Moment. Im Spital bin ich noch lange sehr intensiv unter dem Eindruck. Ich stand im Krankenhaus lange Zeit unter dem Eindruck dieses intensiven Erlebnisses. Aber ich traute mich nicht, es den Ärzten oder Krankenschwestern zu erzählen. Ich dachte, sie würden es nicht verstehen und hielten mich vielleicht für verrückt. Es war mir auch zu kostbar, um es irgendwelchen Leuten zu erzählen. Ich habe nie an seiner Wirklichkeit gezweifelt, aber ich hatte einfach das Gefühl, die anderen könnten es nicht verstehen.